Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Movie Video Game. Wir sind hier aber noch im Steinstadt. Ich habe vom letzten Part nochmal mein anderes Spiel schon ausgepackt. Ich weiß wieder, wie es mit den Welten funktioniert. Und ich habe auch gleichzeitig diese dummen Tanzmilchspiele geschafft. Das erstmal, wenn ich müssen anschreiben. Flachbuschschlucht. Meine Güte, okay, ich kann nicht reden. Hier sind wir jetzt im Westerngebiet. Ich weiß wieder, wie es funktioniert. Hier ist die Stadtgrenze. Nein, mach zum Tunnel! Du willst, dass ich in dieses komische Wirbeler fahre? Bist du verrückt? Nicht bremsen, fahr! Nicht stoppen, fahr! Los! Das geht nicht! Das ist gegen die Anweisungen! Okay, was ist dein Lieblingsrestaurant? Alle Kettenrestaurants. Liebste Fernsehserie? Wo ist meine Hose? Lieblingslied? Everything is awesome! Oh nein. Oh nein. Rip kleine Autos. Und der Helikopter. Und das Brennauto hier. Verdammt mich! Verdammt mich! Verdammt mich! Und. Bunk. Oh, was ist hier los? Oh! Sei still! Folge mir! So, ein bisschen Geld sammeln schon mal. Weiß nicht, ob ich das hätte treffen müssen. Ich glaube, es ist einfach nur Licht. Von daher ist es irrelevant gewesen. Ich sehe übrigens gar nicht so viel, wo ich überhaupt bin. Oh, da bin ich. So, wir fliegen hier durch die Dimension. Und wir sind auch schon direkt hier in einem Level, sehe ich gerade. Okay, da unten lang, dann hier oben. Ich sehe eigentlich gar nichts. Meine Güte. Den sehe ich noch. Gibt es nochmal was an Geld? Ein Tausenderring oder sowas? Nö. Über Stock und über Stein. Okay, geht direkt weiter. So, ich versuche das ganze Geld zu holen mal. Ob ich es wirklich bekomme, weiß ich natürlich nicht. Okay, den kriege ich nicht mehr, den 1000er, aber dafür kriege ich die... Okay, hier kriege ich auch nur einen, super. Vielleicht kriege ich hier auch nur einen, super. Okay, Charakter gewechselt, dann kriegen wir hier auch noch was an Geld. Okay, den kriegen wir leider nicht, aber den auch nicht. Na super. Okay, es klappt irgendwie nicht so gut mit dem Lenken, muss ich gestehen. Okay, ich dachte, die reiß ich einfach um. Aber anscheinend nicht. Auch nur, ich dachte, das Ding steuert automatisch mich weiter. Hat es natürlich nicht. Okay, da gab es natürlich jetzt richtig viel Geld, also 6000. Das ist natürlich schade. Es kann natürlich sein, dass das für das komplette Level ist und ich einfach dann... okay, dafür muss ich auch noch welche machen. Meine Güte, ich bin richtig lost gerade, ja, dass ich hier nach gar nichts mehr bekomme, sondern hier das alles machen muss. Okay, da komme ich gar nicht ran. Da auch ein super Spiel. Danke, dass du mir nichts gönnst. Hallo, Herr Zug? Ich hoffe, es kommt jetzt noch was. Hä? Wir sind schon am Boden. The Old West. Der das alte ist Westen. Echt seltsam. Du bist nicht der Besondere, du Lügner! Nun ja, also es kommt ganz darauf an, wie du man... Du bist nicht mal ein Meisterbauer, stimmt's? Also ich weiß, was ein Meisterbauer ist. Sag du mir, was du darunter verstehst, damit ich weiß, dass du es weißt. Du hast die Prophezeiung verdorben. Tut mir leid, okay? Der Besondere. Das klang einfach so gut, als du es gesagt hast. Und ich wäre dir gefolgt. So kam es ans Ende des Universums. Wirklich? Naja, wie können wir denn überhaupt sicher sein, dass ich nicht der Besondere bin? Wir wissen es halt einfach noch nicht. Steh. Okay, wir sind noch weiter. Checkpoint, immerhin. Wir müssen sie loswerden. Okay, da ist ein Roboter. Ah, hier haben wir einen Speicherstein.
Achso, hier muss ich das natürlich machen. Wusste ich natürlich. Spider-Man-Fort, wa? So, genau. Ich weiß jetzt wieder, wie das funktioniert mit den verschiedenen Leveln. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit, um mich zu konzentrieren und zu reden. Es gibt verschiedene Overworlden. Und ich habe halt, wie gesagt, die beiden Tanzlevel gemacht. Das erste habe ich, glaube ich, zwei Anläufe gleich gebracht. Beim ersten Mal ist es dann gebuggt, weil ich irgendwas falsche Reitfall gemacht habe. Danach habe ich es dann First Try geschafft. Und das zweite habe ich dann auch First Try geschafft. Also so schwer ist es gar nicht. Man muss ein bisschen Geduld haben. Und eigentlich haben wir doch Emmett, ne? Genau. Mit Emmett können wir das hier machen. Aber das Level ist ganz schön lang, also das waren jetzt allein schon diese Reise, waren ja knapp über 5 Minuten. Okay, die kann ich dann leider nicht kaputt machen. Muss man ja mal probieren. Und unglaublich, wie viel Geld man hier bekommt. Ich habe jetzt schon wieder 100.000 gleich zusammen. Also jetzt fehlt es praktisch noch ein Achievement, da habe ich mir gedacht, das kann ich dann auch einfach hier noch im Let's Play machen. Und dann haben wir halt 100% mehr Achievements hier gemacht. Ich öffne die Hütte, du schaust rein. Sie ist voll von bösen Robotern. Was soll ich tun? Ja, sie verprügeln, so wie vorher auch schon. Unglaublich. Danke. Aua. Eine Anleitungsseite für einen Pferdewagen. Ja, nice. Pferdewagen sind doch cool. Erstmal hier rauf hopsen. Dann können wir jetzt ja mal gucken, was wir alles noch zerstören können. Können wir den Boden hier entfernen? Sieht irgendwie ein bisschen aus, aber anscheinend nein. Das sieht aber kaputtbar aus, genau. Pass auf, Dynamit! Mit Schmelz. Dazu, das Dynamit unten an das Windrad zu werfen. Er tut sich noch weh. Und das ist auch der Plan, genau. Okay, ich glaube, er hat es geschafft. Also, ich habe es schon geschafft. Wusste ich natürlich. Schmelz-Robo-Willi heißt der Bursche. Also, das ist halt wieder so ein blödes Spiel. Wir haben nur Nahkampfangriffe aktuell und die schießen halt auf uns. Das mag ich nicht in Lego-Spielen. Dagegen kann man sich einfach nicht wehren. Wie ist immer euch der Besondere? Also wir haben ja schon 110.000 gleich. Ich weiß jetzt auch wieder, was es für Charaktere, also viele Charaktere gibt es. Also die's, ich weiß halt viele Charaktere, die es gibt, weil ich ja halt mal 100% Spiel schon geguckt habe. Beziehungsweise die Level gemacht habe. Und ja, da gibt es einige. Okay, 110 brauchten wir. Aber ich wusste jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht mehr, dass es so viele davon gab. Also einen wusste ich. Den sieht man ja auch schon auf dem Thumbnail. Ich spoilere jetzt mal nicht, wen ich damit meine. Aber davon gibt es halt noch eine ganze Reihe weitere. Aber mal gucken. Nur Charaktere mit Wasser können Lego Flammen löschen. Ja, da haben wir gerade keinen für, meine ich. Ich weiß nicht, warum es ein Wild West DLC gibt. Also ich habe ja gesagt, dass ich glaube, dass, ich ein DLC habe. Und ich habe auch nachgeguckt, ich habe einen. Und der heißt halt Wild West. Ich weiß halt nicht, wieso. Also warum das hier so ein besonderer Punkt ist. Ich glaube, selbst im Film ist das halt nur eine relativ kurze Szene, sage ich mal. Also jetzt kurz Szene, ich glaube, die ist schon ein bisschen länger, aber halt nicht ultra lang. Dass ich sagen würde, ja, dafür unbedingt ist ein DLC, weil das so wichtiger Content ist, wo man so lange ist. Ich meine, Wilder West ist natürlich cool, aber ja, jetzt auch nicht so atemberaubend, sage ich mal. Gott, und schnell reparieren ist auch so viel besser. Also das hätte ich echt gern wieder. Ich habe gedacht, das Hühnchen stiehlt das jetzt. Der Rest der Anleitung. Überlass mir das. Meinetwegen. Dann machen wir das nochmal fertig. Oh, wir sind fast tot, sehe ich gerade. Und was brauchen wir? Wir brauchen zuerst den Sitz. Den habe ich. Dann brauchen wir noch den Stein hier, das Ding und dann war's das. Ja, perfekt. Ohne Einbußen geschafft, das ist doch super. Ja, hier drin sind Kostüme.
Nicht gucken, ich zieh mich um. Bisschen cringe. Wow, wir haben hier richtige Wild-West-Revolver. Piu, 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 piu. Oh ja, das klingt nach einem sicheren Plan. Ob ich wohl ein guter Schütze bin? Ich sollte mal auf ein paar Ziele feuern. Roboter oder Ziele? Ah, noch mehr Roboter Wildstyle. Ich meine, Partner? Wenn wir zum Saloon wollen, müssen wir die Absperrung hochziehen. Okay, erstmal weggesprengt. Jetzt können wir mit Wildstyle was bauen. Ich mag gerne Pistolen. So, jetzt sollen wir hier raufschießen. Okay, RIP. Ich habe irgendwie was anderes erwartet. Aber jetzt haben wir ein Pferdchen hier, mit dem wir reiten können. Okay, man kann sogar während des Reitens schießen, das ist cool. Aber wir brauchen ja sowieso erstmal Wildstyle. Ah, nee. Kamera. Nicht Kamera, Spieler wechseln. Wildstyle. Alter Westen. Okay, das heißt ja auch Old West, glaube ich. Aber Wild West würde irgendwie cooler sein. Also, man kennt es unter der Wilde Westen. Müssen wir das ein Schwein drauf treiben? Ne, ein Pferd. Okay, gut. Ich habe jetzt nur hier vorne irgendwo eins geparkt. Genau. Erstmal den 100er noch mitnehmen, der hier random liegt. Und dann hier rauf reiten. Ach, drück B. Ich muss spammen. Na super. Ja, ist denn das zu spammen? Los, wir müssen Vitruvius finden. Und verrate uns nicht wieder, Emmett. Tut mir leid, nächstes Mal denke ich dran, versprochen. Von jetzt an bin ich ein richtiger Bandido. Das Wort gibt. Hey, sag mal, ach, kannst ich dachte, du mir mal erklären, vorbei. Warum ich so angezogen bin und was diese großen Wörter am Himmel sollten und wo wir sind, so zeitmäßig? Deine Heimat Steinstadt ist ein Reich von vielen im Universum. Es gibt okay. auch noch das, die Piratenbucht, den Ritterverein, die Wikingerlandung, die Clownstadt und noch eine Masse anderer, die jetzt nicht interessieren. Bionicles. Alle Bewohner cool. des Universums waren einst frei, konnten reisen, sich treffen und bauen, was sie wollten. Doch President Business hielt dieses Chaos nicht aus. Er errichtete Mauern zwischen den Welten und war besessen von Ordnung und Perfektion. Er stahl eine mysteriöse Geheimwaffe, den Kraggle. Und heuerte Bad Cop an, der Jagd auf alle Meisterbauer machen sollte, die immer alles veränderten. Wir, die übrig blieben, haben uns versteckt und Tunnel gebaut, um zu überleben. Und wir suchen nach dem Stück des Widerstands. Nur das allein kann den Kraggle blockieren. Kraggle? Kenn ich doch. Ich glaube, das war dieser Cop, der hat irgendwas von Kraggle gefaselt. President Business würde mit dem Kraggle in 3 Tagen die Welt zerstören. Also ich habe keine Ahnung, was das soll. Taco Dienstag! Ich wusste, da ist was faul dran. Verlieren wir keine Zeit. Wir müssen Vitruvius finden und zum Büroturm, bevor es zu spät ist. Die prügeln wir erstmal alle. Und Everything is Awesome jetzt nochmal als Western-Musik. Misch dich einfach unter die Menge und tu, als gehörtest du dazu. Ach, perfekt. Howdy, ich bin ein Cowboy! Da ist er, am Klavier. Wie kommen wir zu ihm? Ich denke mir was aus. Achso, ja. Ich war gerade am Speicher. Ich habe mich gerade gefragt, warum ich nicht verprügeln kann. Willst du dich auch prügeln, oder was? Nur durch Explosion zerstört werden. Ja, okay. Habe ich gerade nicht. Ich würde gerne durchgehen schießen, aber ich gehe die ganze Zeit in den Prügelmodus. Okay, wir müssen Roboter zerstören, sehe ich gerade. Kann ich hier vielleicht noch was machen? Könnt ihr aufhören, mich zu ärgern? Okay, hier ist anscheinend nichts für irgendwie ein Minikit. Auf jeden Fall gibt es hier auch noch Meisterbauer-Zeug. Achtung, er hat Dynamit! Und ist nicht sonderlich geschickt. Okay, ich finde einen anderen Weg zu Vitruvius. Ach Spiel, lass mich doch weglaufen wenigstens.
Warum prügelst du jetzt auf die? Du sollst ihn erschießen. Jetzt ist der schon wieder so nahe gekommen, dass ich wieder nicht schießen kann. Mein Videospiel, lass mich doch einfach ein bisschen mit der Pistole spielen. Die ist super. Erst noch alles zerschießen. So, jetzt sind wir hier oben. Na, da gab es 10 Ehre. Okay, da war ich Vitruvius fürs geheime Klopfzeichen. Und du wirst auch erledigt. Achso, ne, ich muss das ja. Ne, das ist jemand X. Da oben muss Emmett dann hin. Damit wir mit seinem Schraubenschlüssel das aktivieren können. Ich glaube, hinter der Bühne ist auch noch Pause, ne? Und also hinter der Bühne von hier aus hin und ich glaube, ja, hinter ihr auch nochmal. Was der wohl bewirkt? Das weiß ich auch nicht. Perfekt! Vitruvius. Wer? Noch nie von diesem Mann gehört. Der bin ich nicht. Wer bist du? Ich bin's. Triff mich oben in 10 Sekunden. Mensch, das hat nicht so gut funktioniert. Flachbuschflucht. Finde ich ein schwieriges Wort für mich zum Aussprechen. Wir haben Emmett, alter Westen, freigeschaltet. Wir haben Wildstyle, alter Westen, freigeschaltet. Wir haben Ritter Stapelstein zum Kauf freigeschaltet, den wir nun zum gesehen haben. Wir haben Goldsucher zum Kauf freigeschaltet, den wir das sicher irgendwo gesehen haben im Hintergrund wahrscheinlich. Wir haben Ureinwohner freigeschaltet. Wir haben Schmelzrobo Wily freigeschaltet zum Kaufen. Wir haben Robo Cowboy zum Kauf freigeschaltet. Und das war's, okay. Bisschen Geld bekommen, das haben wir natürlich auch fertig. Wir haben kein Anleitungsset gefunden. Doch, wir haben eins gefunden. Wann denn? Hab ich nicht mitbekommen. Freies Spiel freigeschaltet und der Besondere bekommen. Wir sind im alten Westen in der Overworld. Können wir uns auch noch kurz angucken. Da unten noch wieder der Kopf rum. Und ein Robocop. Okay. So, das sind Portale. Du kannst jederzeit mit Hilfe von Lego-Portalen zwischen den Reichen reisen. Hier können wir sie wieder zurück nach Steinschiff. Wir können mal kurz gucken, ob wir schon was sehen. Da sind wir gerade. Dann gibt es noch das Wolkenland, glaube ich. Den Octane Tower und das Bonuszimmer. Muss man wohl die erst machen, wenn wir das Spiel durch haben. Und ja, hier will ich erstmal ein bisschen Sachen verprügeln. Weil, ja, ich möchte jetzt noch keine Mission anfangen, weil wir halt nicht mehr so lange haben. Ich habe keine Pistole mehr. Ja, hier kann ich meine Hosen wechseln. Was auch immer ich damit machen kann. So, das ist mit Rainbow Kitty oder wie? Ne, wie hieß die? Einhorn Kitty, nicht Rainbow Kitty. So, haben wir noch was anderes zu tun gerade? Hier unseren Bohrer noch, genau. Da sollen wir hin. Wahrscheinlich mit Wildstyle hochklettern. Was hiermit? Anscheinend nicht kaputt war. Kaputt machbar. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Gefängnis. Wo eine Seite drin ist. Ach, da ist der Ritter drin, warum auch immer. Keine Ahnung. Aber um da reinzukommen, brauchen wir jemanden mit dem Laser. Okay, ich springe an der Stange nicht fest, aber mir fehlt noch die zweite Stange. Wo ist sie denn? Da hinten gibt es auf jeden Fall Züge. Züge sind auf jeden Fall cool. Vielleicht gibt es einen Charakter, der das werfen kann. Hier haben wir gleich noch Sprengstoff. Kann auch sein, dass sie hier drin ist. Hier sind wir auf dem Friedhof und im Kino. Da kann man wahrscheinlich die Zwischensequenz nochmal gucken. Ich würde den halben Film nochmal gucken. Jetzt natürlich in ziemlich schlechter Qualität, aber gut. Ich habe die jetzt noch nicht wieder geguckt, die Filme, weil ich jetzt am nächsten Tag direkt aufnehme. Heute gucke ich dann den ersten Film, also den hier, den wir gerade spielen. Und danach dann irgendwann den zweiten, der dann als nächstes kommt. Boah, dem komme ich lieber nicht zu nahe. Vitruvius kann aus blindem Mut Gegenstände gefährlichen Glück verwenden. Ja, okay, wir hätten einfach weglaufen. So, und hier brauchen wir jemanden, der Wasser hat. Gibt es noch welche Charaktere, die irgendwelche Flaschen haben, aber da habe ich gerade keine. Also, so wie ich das gerade sehe, können wir hier nicht so viel machen. Bist du teuer.
Aber du hast halt den Skill, dass du ja, Roboter-Sachen machen kannst, also hacken wahrscheinlich. Aber ich find's trotzdem ein bisschen gemein, dass die so teuer sind. Also die normalen Gegner sind halt in den anderen Lego-Teilen halt, der so, keine Ahnung, 10 bis 25.000 oder sowas. Und der kostet einfach 125.000, dafür, dass ein normaler Gegner ist. So, dann haben wir jetzt auch, glaube ich, das Ende des Parts erreicht. Ich sehe jetzt gerade nicht, dass ich noch irgendwas machen könnte. Wie gesagt, da brauchen wir Einhand-Kitty für. Da brauchen wir dann einen Laser. Da brauchen wir Sprengstoff. Hier brauchen wir Wasser. Und hier brauchen wir blinden Mut. Das heißt, das haben wir alles nicht. Und in Steinstadt haben wir jetzt aktuell auch nichts, weil wir aktuell eine Wildstone Emmet haben. Die hatten wir vorher auch schon. Also es kann sein, dass es noch irgendwas gibt, was ich jetzt nicht angeguckt habe. Aber egal. Ich würde erstmal sagen, das reicht für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.